Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 3. Ja, Scheußlichkeiten rennen hier rum und diese Viecher sind extrem assi. Übelst assi. Ich mag diese Viecher nicht wiedersehen. Und die sind dann auch noch so stark. Das ist noch hässlicher. Solange es nur die normalen Alien sind, habe ich nicht so viel Probleme damit, aber diese Scheußlichkeiten, die sind echt übertrieben stark. Sind das hier Viecher? Sind das normale Arbeiter? Hier kann man mal sehen, wie scheiße die Waffe da verzieht. Gefahr. Wow! Okay, das hat mich ein bisschen... Ach du Scheiße. Ich kam da gar nicht mehr raus aus dieser Ecke, so ein Kack. Sind wir wieder davon, ganz am Anfang. Ich würde gerne den Torstrahl deaktivieren, aber hier rennt so eine hässliche Scheußlichkeit um, die mich dann killt. Wo kommt denn die Scheußlichkeit her? Ich mag das Viech gar nicht. Kommt es von hier unten? Ja, da unten ist es auch. Ich finde das so lustig, der zeigt immer mal so voll so auf und so. Ich möchte nur das Vieh töten. Gut. Und da vorne ist auch unser Heilbogen. Boah, 28 EP und ich habe durch diesen Mod eh schon, sag ich jetzt mal, so eine EP-Zurückhaltung. Okay, manchmal ist doch einfach nur draufziehen mit dieser Waffe. Halt einfach nur nicht so wirklich zielen. Wo ist der Heilbogen? Da. Gut, den Kampf gegen dieses Alien werden wir auch noch gewinnen. Wenn der uns nicht auf einmal... Wie froh wäre ich jetzt, könnte man so wie die Star Wars Republik Kommando einfach die Viecher messern. Boah, gut. Haben wir sogar relativ gut ohne großen Schaden überstanden. Dann werde ich erstmal safen. Boah, gut. Haben wir es nochmal? Gut. Schade, dass es uns nicht vervollständigt halt. Das wäre viel geiler. Meine Arbeiter, sagen wir mal wieder schlechtes Karma. Diese Waffe verzieht es übelst. Man sieht, dass ich mit diesem Steuerkreuz direkt bei ihnen bin und trotzdem treffe ich sie gar nicht. Das ist echt scheiße. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass noch eine Scheußlichkeit kommt. Steuerung. Kleiner Alienkristall. Und was hast du? Wurmnahrung. Ja, auch immer noch was zum Essen dabei, oder? Ach ja, ist nichts, oder? Nee. Oh, hoffentlich sind hier nicht noch mehr Scheußlichkeiten. Ich werde das Gefühl nicht los, dass wir noch auf einige von ihnen treffen werden. Nichts. Ein Teleporter? Wo führt der hin? Zum Todesstrahlzentrum. Ne, ich möchte das Ding hier noch nicht benutzen. Ich gehe noch vorher runter, falls ich hier runtergehen kann. Ja, kann ich. Mal hier unten umsehen. Vielleicht ist hier unten irgendetwas Besonderes. Ja, dieses Harz. Ne, Biogel. Boah, jetzt haben wir gleich so viel zum Heilen. Ich freue mich jetzt schon wieder richtig. Boah, noch mehr, noch mehr. Energiezellen. Boah. Was macht dieses Harz? Jetzt haben wir fast 1000 Munition von dem Zeugs, ey. Geil. Am Anfang hatten wir so einen Mangel davon. Jetzt haben wir da Überschuss. Also sie hätten echt hier mehr Heilmöglichkeiten reinmachen müssen.
Aber ist nur meine Meinung dazu. Gut, nochmal ein Save. Hui, jetzt teleportieren wir. Gut, hier sind wir im Todesstrahlzentrum. Obwohl unser Charakter weiß, dass wir ganz genau hier in diesem Todesstrahlzentrum sind. Halt mal. Ja klar, leck mich. Wir sind in Gefahr, weil wir diese Alien-Arbeiter angreifen. So, wir machen den aber mit VHS, weil ich jetzt nicht lange Bock habe auf ein größeres Munitionsverschwendung und dass der jetzt irgendwie dahinter rennt. Was ist das? Aktivieren. Vielleicht können wir den irgendwie reaktivieren, Sensoren neu justieren. Aktivieren. Und er ist unser Freund. Ach, gut. Auch mal was Feines. Jetzt haben wir auch mal einen guten Roboter. Da kommen wir hin. Ich möchte wieder was zum Heilen haben. Aktivieren. Ist hier was zum Heilen? Eher nicht. Biogel. Ey, so viel Biogel. Das ist doch krass. Wow. Was zur Hölle? Das war jetzt ein bisschen unfair. Und nur ein bisschen. Gut, dann ballern wir die Aliens halt nochmal über den Haufen, weil wir ja sowieso nichts vorhaben. Ich bin schon wieder vorbeigeschossen, obwohl ich den gnadenlos getroffen habe. Gut, den haben wir wenigstens gekillt. One more for my score. aktivieren. Neu justieren. Aktivieren. Der gibt uns wenigstens etwas Deckung. Er hat ja keine Waffe. Jetzt auf einmal schon. So. Boah, ich freue mich schon, wenn wir wirklich unser Biogel hier dann umtransferieren können. Ach ja. Sterben. Gut, kurzer Lag. Den machst du nicht fertig. Ja. Zack. Besorge ich. Aber ich sofort wissen, dass der nicht zu ihnen mehr gehört. Ist ja noch viel geiler. Ein Heilungsbogen. Das sieht nach diesem Todesstrahlzentrum aus, wenn ich mich nicht irre. Ja klar, ich schieße ihn voll in den Rücken und der ignoriert das einfach mal ganz bewusst. Den haben wir auch pulverisiert. Der schiebt seinen Kollegen in unser Schussfeld rein. Ist ja ein netter Alien. Dafür haben wir ihn aber auch seinen Kopf zum Platzen gebracht. Okay, gehen wir jetzt ein bisschen zurück Richtung diesem Tor. Okay. Heilung. Ja, es finde ich ein bisschen kacke, dass wir dann so wenig sehen, wenn wir geheilt werden. Aber naja. Ich möchte dem Spiel jetzt auch nichts vorwerfen. Ich finde es geil. Ist irgendwo noch ein Gegner wahrscheinlich unter uns. Ich noch einmal heilen, 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 einmal heilen. So, geheilt. Was hast du nur so dabei? Noch so ein Harz. Da habe ich doch gewusst, dass hier einer ist. Das ist nicht so eine Kameradensau. Der einfach seinen eigenen Kollegen in das Schussfeld schiebt. Also ich will springen. Geht doch. Wie der da, der war's, ne? Ja, der. Stimmt, bei den einen haben wir dann pulverisiert.
runter. Gehen wir mal hier rein. Uhu. Safen. Und gehen wir weiter. Ich mag dieses Ding dann nicht benutzen. Weil ich weiß, dass 100% die Scheußlichkeiten kommen. Verlassungsmechanismus. Hm. Und es wird dann irgendwie so bläh, sofort tot. Dass hier rein gar nichts ist, ein langer Gang. Wahrscheinlich Sackgasse, oder? Nee, doch nicht. Ich spüre, dass wir jetzt gleich ganz gewaltig einen aufs Maul bekommen. So, den haben wir auch schon den Kopf zum Platzen gebracht. Der ist tot. Und du bist jetzt auch weg tot. Und auch zu deinem so tot. Heilen. Zack. Ah, gut. Weil hier sind sie wieder großzügiger mit dem Heilen. Wir haben ihn den richtigen Weg gewählt haben. Tatsächlich. Todesstrahlsteuerung. Uhu. Wie kommen wir, sind hier so jetzt richtig weit gekommen in dem Part, wenn ich mich nicht irre. Und unsere Waffe hat einen schlechten Zustand. Hallo? Ich wollte gerade sagen, treffen. Gut, ich hoffe mal, dass er in einem besseren Zustand ist als unserer. Obwohl das höchstwahrscheinlich nicht schwer sein wird. Ja, ist auch in einem besseren. Gut, dann werden wir jetzt den wieder auf den Hotkey legen. Den ausrüsten, den weglegen. Hui, das ist der interessant aus. Steuerung aktivieren, aktivieren. Ich glaube, ich habe Scheiße gebaut. Ich habe den Todesstrahl geschossen. Ich habe eine Waffe bedient. Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen auf Deutsch das Wasser saufen. Hat irgendwie was zum Heilen? Gut. Gut, waren das jetzt alle Aliens? Ja. Was ist das hier für ein Ding? Ich glaube, ich hatte das Ding jetzt aussehen auf die Erde gerichtet. Ich meine, jetzt wissen wir, was passiert, wenn ich jetzt abdrücke. Jetzt ist das Ding ja auf die Erde gerichtet. Hui, jetzt schieße ich wieder auf die Erde. Boom. Hey, ich zerstöre die Erde gerade eben. Sieht ja nett aus. Ja, so stark ist das Teil jetzt aber auch nicht. Ich hätte gedacht, das würde jetzt mehr Bumm machen. Dann aktivieren wir mal das Teil hier. Obwohl, noch einmal möchte ich schießen. Ich möchte noch einmal die Erde vernichten. Gut, jetzt, was passiert, wenn wir das Ding jetzt drücken? Richtet sich das Ding weiter auf die Erde aus? Nein. Ich komme nicht rauf, ey, so ein Scheiß. Ich muss immer die Treppe hier nehmen. Knopfi drücken. Ich werde mal die Erde vernichten. So, mach die Erde putt. Oh, verdammt. Einmal abdrücken. Okay, dann eben nicht. Ah, hier. Machen wir mal aus. Aus. Und aus. Und wir werden uns erst im nächsten Part wiedersehen. Habe ich mir jetzt gerade dazu entschlossen. Boah, das ist ja schon gerade entstanden. Und ja, das auch schon mal bis aus. Gut, wir werden uns erst im nächsten Part wiedersehen. Das war wieder Let's Play Fallout 3. Bis zum nächsten Mal.